Hallo und Gesang zu einem kleinen Spezialvideo. Jetzt habe ich euch fast ein paar Sekunden alleine lassen müssen mit der Geräuschkulisse, weil vielleicht beim einen oder anderen, der ein paar Jahre älter ist, erzeugt das eine ganz nostalgische Stimmung. Bei mir zumindest tut es das. Das ist nämlich die Geräuschkulisse und im Bild jetzt auch zu sehen, das, was der Amiga 500 damals, wo ich ihn hatte, so ausgespuckt hat. Und das war bei mir 1990, ein bisschen spät eigentlich. Rausgekommen ist der Amiga 500 ja schon 1987. Und warum mache ich jetzt überhaupt ein Video über den Amiga 500? Na, eigentlich soll es ein Video sein über Amiga, weil Amiga hat Geburtstag. Den Amiga gibt es jetzt seit 30 Jahren. Angefangen hat das Ganze mit dem Amiga 1000 1985. Und ein paar Worte zur Geschichte vielleicht, weil wir haben Zeit. Im Hintergrund lädt nämlich gerade Dune 2. Das hat stolze 6 Disketten und die Ladezeit ist auch ordentlich, wie ihr sehen werdet. Das lädt jetzt hier in Echtzeit, so lange wie es damals auch gebraucht hat und inklusive der ganzen nötigen Diskettenwechsel, vorausgesetzt man hatte nur ein Diskettenlaufwerk, weil den Amiga 500, den konnte man ja recht ordentlich erweitern. War überhaupt ein sehr mächtiges Gerät, wie ich finde. Das Folgeprodukt eben vom Amiga 1000, mit dem alles losging, den hat Commodore ja herausgebracht als Konkurrenzprodukt für den Apple Macintosh und den Atari ST. Und die IBM-PCs, die waren zwar auch schon im Rennen, sind aber erst ein bisschen später zu einem Problem für Amiga geworden. 1987 geht es dann eben weiter mit dem Amiga 500 und dem Amiga 2000. Zwei durchaus unterschiedliche Geräte, was auch das Preissegment angeht. Der Amiga 2000 war gut dreimal so teuer wie der Amiga 500 und der Amiga 500 eben mehr für Spieler gedacht. Und ja, trotz des günstigen Preises hatte er eine sehr respektable Hardware, ein ordentlich flotter Prozessor mit einem halben Megabyte Arbeitsspeicher ist er dahergekommen, erweiterbar bis auf 9,5 Megabyte. Auch sehr farbenfroh war das Gerät, bis zu 32 Farben aus einer 4096 Farbenpalette, je nach Auflösung. Die Auflösung ist auch raufgegangen beim PAL-Modell auf bis zu 704x576 Pixel. Und auch was die Musik angeht, den Sound, war der Amiga recht modern. 4 Hardware-Kanäle mit je 8 Bit und das hat für richtig guten Sound bei den Spielen gesorgt. Und Spiele werden wir uns heute ein paar anschauen, weil das ist eben mein Hauptzugang zu Amiga. Aber nicht nur Spielen war ein Thema, der Amiga ist auch sehr bekannt geworden für zum Beispiel Videoschnitt. Da gab es ein paar Plattformen, die sogar für Fernsehproduktionen eingesetzt wurden. In den frühen 90ern ist noch einiges an Hardware erschienen. Der Amiga 600, der Amiga 1200, der Amiga 4000 und auch der sehr problembehaftete Amiga 500 Plus. Aber da ist es dann langsam bergab gegangen. Schlechte Verkaufszahlen, der IBM-PC komplett am Vormarsch. Und entsprechend war dann leider bald mal Schluss. 1994 hat Commodore dann zugesperrt und das meiste ist verkauft worden. Die ganzen Amiga-Sachen sind gelandet bei Escom, die dann selber kurz darauf wieder pleite gegangen sind. Und der Käufer im Endeffekt war dann Gateway 2000 und aus dem ist auch die Amiga Inc. hervorgegangen. Und die verkauft bis heute über Cloento mit dem Produkt Amiga Forever legale, lizenzierte Amiga Kickstart-ROMs. Das heißt, der Amiga ist noch nicht tot, ganz im Gegenteil. Immer noch kann man mit diversen Emulatoren und dank einer riesigen Sammlung an Abandonware-Seiten tonnenweise Amiga-Spiele spielen. Und es gibt auch noch ein paar andere Entwicklungen, die aus dem hervorgegangen sind. Das Amiga OS wird immer noch weiterentwickelt von Hyperion Entertainment, noch zu nennen vielleicht das AROS System, das ist eine Open Source Neuauflage, Neuimplementierung vom Amiga OS und ein paar andere spannende Projekte gibt es auch noch. Dann kommen wir aber zu den Spielen, über die ich sprechen will, weil wie gesagt, Amiga 500, Amiga an sich heißt für mich Spielen. Das war meine richtige Spielerzeit zwischen dem Atari 800 und dem PC und die Liste an
extrem guten Spielen für den Amiga 500 ist fast endlos und unmöglich, da im Entferntesten alle zu nennen, aber ich möchte zumindest zu denen ein bisschen was sagen, mit denen ich was Besonderes verbinde. Und Dune 2 im Speziellen, das was wir jetzt hier sehen, das war einfach mein erstes Echtzeit-Strategiespiel. Da bin ich auf den Geschmack gekommen der Echtzeit-Strategie und ich muss sagen, ich finde das sehr faszinierend, dass es das eigentlich schon so lange gibt. Echtzeit-Strategie, klar, gibt es schon viel, viel früher in den 80er Jahren, aber die moderne Echtzeit-Strategie, die hat meiner Meinung nach wirklich mit Dune 2 angefangen. Die waren da sogar noch früher dran wie Blizzard. Da kam ja Warcraft raus als 2 Jahre später und Dune hat einfach auch ein sehr tolles Universum, ein sehr ausgeprägtes Universum. Da gibt es ja massenweise Bücher aus den 60er, 70er und dann eben auch 80er Jahren. Und so gesehen war es eine auch der ersten sehr, sehr erfolgreichen Lizenzumsetzungen, kann man es fast nennen. Tolle Leistung auf jeden Fall da von The Westwood, auch wenn die Ladezeiten richtig, richtig fies waren. Apropos Ladezeit, Civilization fällt mir da ein, das hat ja auch eine irrlange Ladezeit auf dem Amiga. Ich habe mich immer gewundert, warum man da das Intro nie abbrechen konnte. Später habe ich dann erfahren und vielleicht kann das einer meiner Zuschauer bestätigen, ob das wirklich so ist, dass in dem Falle, während das Intro läuft, die Spielwelt berechnet wird und da das anscheinend ziemlich aufwendig ist, dauert das einfach seine Zeit. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nach ein paar Minuten fast Ladezeit hat man dann Stunden gespielt. Teilweise haben wir auch den Amiga einfach laufen lassen über die Nacht und dann am nächsten Tag direkt weitergespielt, um uns die Ladezeit zu sparen. Sei denn natürlich, ist mir auch noch gut in Erinnerung, das erste, was einem passiert, wenn man die erste Stadt gründet und mit der Einheit rausfährt, um ein bisschen zu erkunden, wird man hinterrücks von den Barbaren überfallen und kann alles nochmal von vorne starten. Aber ich sag mal, damals war man es einfach gewohnt, dass man ein bisschen mehr Zeit investiert hat in die Spiele. Und der liebe Sid Meier hat da auch ordentlich dafür gesorgt, weil all seine Spiele waren definitiv Zeitfresser. Apropos Sid Meier, der hat noch ein Spiel gemacht, was ich total mit dem Amiga 500 verbinde, und zwar Sid Meiers Railroads. Da habe ich wohl so ein bisschen meine Liebe zu Transportsimulationen gefunden und Sid Meiers Railroads ist auch für mich nach wie vor die Transportsimulation oder zumindest der Vater und die Mutter gleichzeitig der meisten Transportsimulationen, auch wenn es ein bisschen andere Konzepte verfolgt hat damals, wie heute vielleicht so manch vergleichbares Spiel. Railroad Tycoon war einfach noch eine richtige Wirtschaftssimulation, wo das Thema Züge und Gleise einfach ein bisschen drüber gelegt war, angenehm drüber gelegt war, aber das im Hintergrund gelaufen ist, war unter anderem auch der ganze Aktienmarkt, die Konkurrenz aufkaufen, gegen die KI sich durchsetzen und eben eine Stadt nach der anderen verbinden. Also wenn da irgendein Fleck noch auf der Karte frei war, irgendeine Stadt nicht angeschlossen, dann musste man natürlich unbedingt die noch anbinden. Apropos Stadt, SimCity fällt mir da ein. Stadtbauspiel. SimCity hat auch die Anfänge genommen, unter anderem am Amiga, zumindest für mich ist meine Liebe zu SimCity am Amiga losgegangen. Im Vergleich zu heute vielleicht jetzt nicht unbedingt so komplex oder so umfangreich, wenn man sich jetzt heutige Produkte wie Skylines oder ähnliches anschaut, da hat man das Gefühl, bei SimCity, dem ersten Teil, ist man da gleich mal am Ende angelangt, aber trotzdem für die damalige Zeit sehr, sehr tolle, sehr, sehr genaue Simulation und auch sehr viele Stunden hat man da verbringen können mit dem Spiel. Es war überraschend abwechslungsreich, nicht zuletzt durch die ganzen Szenarien, die ganzen Städte, die dabei waren, die man da irgendwie retten musste vor diversen Katastrophen und sei es zuletzt vor einer Verkehrskatastrophe. Und wenn man keine Szenarien spielen wollte, dann hat man sich einfach die eigene Stadt aufgebaut. Apropos Aufbau, bei Bundesliga-Manager, da konnte man sich das eigene Fußballteam aufbauen und das hat unglaubliches Suchtpotenzial gehabt damals, vor allem
weil das auch eins der Spiele war, die man dringend im Mehrspielermodus gespielt hat. Also Hot Seat sozusagen heißt, man hat sich zu zweit, zu dritt, zu viert vor den PC gesetzt und einfach rundenweise seine Einstellungen vorgenommen, Stadion ausgebaut, Spieler trainiert, Aufstellung festgelegt, Investitionen getätigt, Sponsoren gesucht und dann immer den Spielen entgegengefiebert, die bei Bundesliga Manager Professional schon recht gut umgesetzt waren. Also die ganzen Torszenen sich da anschauen und mitfiebern. Das war wirklich, wirklich eine super Sache und auch an der Bundesliga-Manager habe ich eine Menge tolle Erinnerungen, auch wenn sich das Ganze um Ballsport dreht und ich heute eigentlich nicht mehr so ein Fan davon bin und auch damals nicht unbedingt war, aber das Managen eben, das hat mir schon sehr gut gefallen. Apropos Ball, bei Speedball 2, da ging es auch um das Managen eines Teams, allerdings in einem etwas anderem Szenario. Das Ganze hat in der Zukunft gespielt, Science Fiction Handball sozusagen. Und da war auch das Management des Teams sehr, sehr umfangreich. Da musste man jeden einzelnen Spieler ausstatten und trainieren und mitunter sich auch ein teures Team zusammenstellen und hat dann aber in dem Fall im Gegensatz zu Bundesliga Manager Pro selber gespielt und das war eine richtig tolle Action, vor allem auch zu zweit oder natürlich auch gegen den Computer. Speedball 2, Untertitel Brutal Deluxe und naja, war schon eins von den brutaleren Spielen, wo man jetzt unbedingt nicht den Eltern zeigen wollte, was man da so spielt. Apropos brutal, noch brutaler ging es zu bei Cannon Fodder. Da hat man sich nicht gegenseitig geprügelt wie bei Speedball 2. Da hat man sich gegenseitig erschossen. Kriegsthema war da angesagt. Und naja, so wie es dargestellt war, hat man natürlich die Guten gespielt und gegen die Bösen ist man da angetreten. Hat, glaube ich, das Thema Vietnam gehabt, wenn es mich nicht ganz täuscht. War von der Grafik her eigentlich recht putzig, muss ich sagen, hat das Ganze ein bisschen relativiert, ein bisschen comicartig dargestellt, war aber trotzdem ein ernstes Thema und ein anspruchsvolles Spiel, nicht gerade einfach. Eine Menge Level, 30 an der Zahl waren es, glaube ich, beim ersten Teil, die man da bestehen musste und gab auch ein paar erfolgreiche Fortsetzungen. Stellt sich einfach heraus, Krieg, das verkauft sich immer gut. Apropos Krieg, den hat man auch geführt, allerdings auf der Straße bei Syndicate. Und Syndicate habe ich deswegen in Erinnerung, weil es ein Thema hatte, das ich später noch sehr lieben gelernt habe, nämlich Science Fiction und in dem Fall auch Cyborgs und eine sehr düstere, gar dystopische Gesellschaft, die da dargestellt wird. Und die Spiele damals, das zeigt sich, glaube ich, an Syndicate einfach sehr gut, waren extrem abwechslungsreich. Das heißt, da kam einfach laufend irgendwas Neues raus. Bullfrog, die Entwickler von Syndicate, zeigen das, glaube ich, ganz gut. Syndicate war 1993, kurz davor Populous rausgekommen, der zweite Teil, kurz danach Theme Park, also ganz, ganz unterschiedliche Spiele mit ganz unterschiedlichen Themen, ganz unterschiedlichen Handling auch. Und in dem Fall hat man es gespielt mit der Maus. Da war natürlich der Amiga super gut geeignet. Amiga-Maus habe ich ja noch zu Hause und habe wieder positiv festgestellt, im Gegensatz zu anderen Herstellern hat es Amiga damals schon geschafft, zwei Tasten auf die Mäuse zu bekommen, was ja immer noch nicht Standard scheint. Aber Syndicate, muss ich zugeben, habe ich, glaube ich, nie durchgespielt. Hauptsächlich deswegen, weil mir einfach der Computer, die KI, ein bisschen zu schwer war. Ich vielleicht auch ein bisschen zu jung, wer weiß. Aber da habe ich mir doch ordentlich die Zähne ausgebissen. Apropos KI, sehr gut in Erinnerung habe ich die KI auch bei North and South. Die war da wirklich hervorragend. Das war ja ein sehr, sehr schräges Spiel, also von der Grafik und der Umsetzung der Soundkulisse, den Animationen her, da geht es ja um den Konflikt zwischen ja, den Nord- und den Südstaaten in Amerika zur Zeit um 1860 und die 1860er Jahre und hier tritt man eben an als entweder Nordstaaten oder Südstaaten und versucht eben den Gegner entsprechend zu überrumpeln, zu übermannen auf diverse Arten. Zum einen kann man mal direkt auf dem Schlachtfeld gegeneinander antreten, man kann gegnerische Züge überfallen und auch gegnerische Forts einnehmen und das Ganze eben mit einer Menge witzigen Minigames und Jump'n'Run-Einlagen und idealerweise hat man natürlich zu zweit gespielt, wenn aber kein eben
menschlicher Gegner vorhanden war. Da hat die KI sehr gut ausgeholfen. Man hat sogar der KI beim Spielen zuschauen können, wie sie sich da gegenseitig beharken. Und auch wenn es ein ernstes Thema war, es war eigentlich richtig nett und putzig, muss ich fast schon sagen, umgesetzt. Und naja, ich gebe zu, da hatte man vielleicht ein bisschen mehr Spaß an dem Spiel, wie man eventuell haben sollte. Apropos putzig, die Bezeichnung hat sich auf jeden Fall Siedler verdient und die Siedler 1, das war auch ein Amiga-Spiel für mich, vor allem deswegen, und das ist, glaube ich, mein persönliches Siedler 1 Highlight am Amiga 500, weil man es zu zweit spielen konnte und zwar mit zwei Mäusen, und das finde ich bis heute noch extrem faszinierend, dass der Amiga das unterstützt hat, dass man zwei Mäuse anschließen konnte und wirklich mit zwei Mauscursern im Splitscreen Siedler gespielt hat. Beim Wuseln zuschauen hat ja so schon genug Spaß gemacht, aber das eben dann noch zu zweit und entweder mit oder gegeneinander da spielen, das war schon ein richtiges Highlight für mich. Und ich bin heute eigentlich noch der Meinung, dass Siedler der erste Teil einer der besten ist. Ich würde mal sagen, Siedler 2 vielleicht der beste, Siedler 1 dann mehr oder weniger der zweitbeste. Also hat damals schon Standards gesetzt und natürlich auch unseren Wortschatz geprägt. Der Wuselfaktor, da stammt ja definitiv von Siedler. Und wenn man hier die Bilder sieht, dann glaube ich, weiß man auch warum. Apropos Wuseln, gewuselt hat es auch bei den Lemmingen. Die habe ich auch am Amiga 500 kennengelernt, wie sie sich reihenweise da über die Klippe stürzen, vorausgesetzt man hilft ihnen nicht, indem man ihnen diverse Jobs zuteilt. Da können Lemminge alles mögliche übernehmen, Tunnels graben, Brücken bauen, den Verkehr sozusagen regeln, wenn einer im Weg umgeht, kann man auch sprengen. Auch das ist mir noch gut in Erinnerung geblieben. Und ja, die Aufgabe war einfach, eine bestimmte Anzahl ans Ziel zu bringen. Und das war auch ein ganz, ganz neues Spielkonzept. Puzzle-Spiele, die noch dazu so grafisch nett aufbereitet und abwechslungsreich gestaltet waren. Und da waren eine ganze Menge Lemminge am Weg am Bildschirm, teilweise ein paar Dutzend. Und auch wenn man oft gemeint hat, das geht sich leicht aus, man musste doch eine ordentliche Menge im Endeffekt retten. Apropos retten, bei der New Zealand Story, da musste man seine Kiwi-Freunde retten, die von einem Seeleoparden entführt worden sind. Das Ganze unter dem Thema Zoo, und eben in Neuseeland spielt das Ganze entsprechend Kiwi, das Nationaltier aus Neuseeland. War, glaube ich, eines meiner ersten Jump'n'Run-Spiele, zumindest eines meiner ersten Jump'n'Run-Spiele, die ich auch relativ lang gespielt habe, weil es ein paar Features hatte, die ich sehr, sehr toll gefunden habe. Habe es immer geliebt, den Gegnern ihre Transportmittel abzunehmen. Die sind ja da durch die Luft geschwebt mit allen möglichen Mitteln. Und es gab auch viele versteckte Zonen, viele Dinge, die man entdecken konnte, und auch das war sehr motivierend. Ich war ja nie irgendwie auf dem Nintendo oder Super Nintendo oder ähnliches unterwegs, habe nie eine Liebe für Super Mario oder so entwickelt, aber ja, Jump'n'Runs auf dem Amiga, fällt mir auch Gianna Sisters gerade ein, das habe ich, glaube ich, nicht in der Liste mit dabei, die habe ich auf jeden Fall gespielt. Apropos Jump'n'Run, oder in dem Fall vielmehr Jump'n'Roll, Rollerball, das war ein super simples Spiel, allerdings hat es mich stundenlang an den Amiga gefesselt. Da habe ich immer wieder und wieder und wieder probiert. Das war so ein Geschicklichkeitsspiel. Nicht viel zu tun, links lenken, rechts lenken und springen. Das war alles, was man tun musste. Allerdings waren die Level ziemlich schwierig, vor allem dann in den späteren Stufen. Und es ging einfach darum, dass man sich die Level mehr oder weniger auswendig merkt und weiß, wann man wie, wo reagieren muss und wo hinlenken. Und die unterschiedlichen Farben haben einfach unterschiedliche Bedeutungen. Beschleunigen, bremsen, Richtung umkehren, kleben bleiben. Und auch wenn es ziemlich spannend und abwechslungsreich ausschaut, durchgespielt war es im Endeffekt schnell. Die Kugel war da gerade mal ja, gute 10 Minuten unterwegs, dann waren wir durch alle Level durch. Apropos Kugel, da fällt mir ein anderes Spiel noch ein, das, was man definitiv mehr als 10 Minuten gespielt hat, und zwar Pinball Dreams und Pinball Fantasies. Also auch das Flipperspielen auf dem Amiga war absolutes Highlight. Die Umsetzungen der einzelnen Tische sehr, sehr gelungen, sehr, sehr tolle Rätsel, beziehungsweise sehr, sehr tolle, ich weiß nicht, wie man das bei Flippern nennt,
Aufbausequenzen, wo man bestimmte Dinge treffen muss, um andere Dinge freizuschalten und eben die richtige Reihenfolge einhalten, um möglichst viele Punkte zu bekommen und möglichst viele Dinge zu aktivieren. Und da gab es ein paar wirklich extrem gut umgesetzte Tische, also optisch schon mal sehr, sehr anspruchsvoll, auch die Physik nicht gerade schlecht und der Sound, der war wirklich, wirklich sehr toll und oft einmal hat man einfach nur das Spiel gestartet, um sich den Sound ein bisschen anzuhören. Apropos Sound, da muss ich jetzt Lotus 3 nennen, weil das Lotus 3 Intro, das verursacht bei mir immer noch Gänsehaut, wenn ich das anschaue, beziehungsweise wenn ich das anhöre. Und mit Lotus verbinde ich erstens mal exzellenten Soundtrack und zweitens auch tolles Arcade-Fahrgefühl. Sehr, sehr spannende Strecken und auch sehr abwechslungsreiche Modi, vor allem im dritten Teil, sehr schwierig in den härteren Leveln. Dafür gab es, wie damals recht üblich, die Passwörter, die man bekommen hat, wenn man ein Level fertig gespielt hat, konnte man eben damit Passwort in einen späteren Level einsteigen. So gesehen war es schon ein bisschen fortgeschrittener im Vergleich zu den Spielen, wo man eben musste ganz von vorne immer starten. Da war der Frustfaktor dann nicht ganz so hoch. Und ja, Lotus, das ist einfach für mich eine Serie, die hat für mich ein unglaubliches Geschwindigkeitsgefühl. Ich glaube, ich kenne da kein anderes Spiel, was da ähnlich viel Adrenalin sozusagen bei mir pumpen lässt, wenn es eben ums Fahrgefühl geht. Aber was Geschwindigkeit und Lotus 3 habe ich schon genannt, Lotus 2 hat definitiv das noch bessere Geschwindigkeitsgefühl und Lotus 2, da habe ich auch die etwas spezifischeren Erinnerungen als wir in den dritten Teil. Ich weiß noch genau, die Motorway-Strecke, das war meine Lieblingsstrecke, zu Beginn immer gleich rüber auf die rechte Seite in den Gegenverkehr und möglichst viel gleich an Boden gut machen, weil die Gegner waren einem ordentlich im Weg, vor allem auf dieser dreispurigen Strecke. Manchmal ist es natürlich auch versehentlich passiert, das war dann weniger angenehm. In den engen Tunnels immer an die Wand ran oder sich ran driften lassen, bis die Funken fliegen, einfach damit man nicht vom Gas gehen muss und dann Vollgas Richtung Checkpoint, den man dann oft mal nur um Sekundenbruchteile noch erreicht hat. Und als Highlight dann natürlich noch unter einem LKW durchfahren, nur damit man ein paar Sekunden später in Sichtweite der Ziellinie dann stehen bleibt, weil einem die Zeit ausgeht. Also Lotus 2, ich hab's wirklich geliebt, war ein absolut exzellentes Autorennspiel. Apropos Autorennen, Micro Machines, da ist man auch Rennen gefahren, allerdings im etwas kleineren Format, war aber deswegen nicht minder spektakulär, vor allem bei den schön verschiedenen Strecken, auf denen man da antreten konnte mit den Riesenmengen an verschiedenen Autos, da fährt man ja mit so ja, Spielzeugautos sozusagen durch Heim und Hof, also einmal durchs Schlafzimmer, durchs Wohnzimmer, durch den Schreibtisch, mal durch den Garten oder in der Badewanne. Und auch wenn ich sagen muss, dass mir der zweite Teil doch um einiges besser gefallen hat, aber das ist durchaus bei vielen Titeln, glaube ich, der Fall, dass der Nachfolger besser ist, oder hoffentlich zumindest ist es bei vielen Titeln der Fall, ist es mir trotzdem gut in Erinnerung geblieben, weil das auch so ein Spiel war, wo man einfach schön gegeneinander spielen konnte, weil zugegebenerweise die Gegner, die Computergegner bei Micro Machines, die waren jetzt nicht unbedingt die schlauesten. Aber wo Gegner und schlaue Gegner vor allem, Indy 500, das hat sich auch deutlich ins Gedächtnis gebrannt, Indianapolis 500, auch wenn es jetzt von der Strecke her definitiv nicht so abwechslungsreich war wie Micro Machines oder Lotus, weil man fährt ja mehr oder weniger nur im Kreis auf dem Indianapolis 500 Ring. Aber die Gegner, die waren da auf jeden Fall sehr, sehr knackig und das war ein sehr schwieriges Rennen, vor allem weil man viel Durchhaltevermögen braucht, eine Menge Runden zu fahren, relativ realistisch auch im Sinn von, man hat mal schnell Schaden genommen und ist da ausgeschieden, also da war nichts mit mal in die Wand krachen und dann einfach weiterfahren, da war man raus, selbst wenn man da schon eine Stunde gefahren ist oder ähnliches. Super tolle
Replay-Funktion auch. Also man konnte sich da anschauen, die letzten paar Sekunden aus allen möglichen Kameraperspektiven. Also auf jeden Fall eine sehr tolle Rennsimulation und sehr, sehr anspruchsvoll. Aber wo anspruchsvoll? Das war A-Train. Vor allem damals für mich auf dem Amiga. Das ist ja eigentlich A-Train 3, wenn man es genau nimmt, zumindest wenn man von der japanischen Zählweise hergeht, ist aber auf dem Amiga unter dem Namen A-Train erschienen, ohne irgendeine Zahl dran, natürlich auch auf allen anderen Plattformen, und da hat sich damals Maxis drum gekümmert, dass das von Japan auf den weltweiten Markt gelangt ist, und ich glaube, damals war es ein bisschen weniger verstörend, vielleicht für die meisten, wie heute. Also das war noch in einer Zeit, da waren die Transportsimulation und Wirtschaftssimulation ziemlich in den Kinderschuhen, und erst später hat sich da das Ganze so auseinanderentwickelt in sozusagen westlich und östliche Art, wie man Spiele macht oder speziell wie man Wirtschaftssimulationen macht, und heutzutage ist ja A-Train was sehr, sehr Besonderes, und damals war es auch schon eine kleine Perle. Ich bin mir nicht sicher, wie viele das damals gespielt haben. Ich schätze mal, dadurch, dass es von Maxis verfügbar war oder dass Maxis das rausgebracht hat, hat es vielleicht ein bisschen mehr Popularität genossen wie A-Train jetzt heute. Allerdings hat sich es offensichtlich nicht deutlich genug durchgesetzt, dass viele Teile danach umgesetzt wurden, und das lag vermutlich auch daran, dass es einfach ja nicht ganz so zugänglich war wie vielleicht das ein oder andere Spiel, Railroad Tycoon oder dann später auch Transport Tycoon. Es war einfach durchaus ein Abenteuer, dieses Spiel zu spielen. Und Abenteuer, das ist das letzte gute Stichwort. Mein erstes Adventure habe ich auch auf dem Amiga gespielt, und das war Zack McCracken, nicht Monkey Island oder Maniac Mansion und natürlich eine riesen andere Reihe an möglichen Kandidaten fürs erste Adventure. Nicht zu vergessen die ganzen Westwood-Sachen, die habe ich dann eher alle auf dem PC kennengelernt. Und Zack McCracken, das war ein perfekter Einstieg, wie ich finde, in die Welt der Adventures, weil es ein sehr schräges Spiel war, mit einem extrem schrägen Thema, Außerirdische. Und ja, Science-Fiction-Fan bin ich ja sowieso, von dem man hat das sehr gut gepasst, auch witzige, spannende, abwechslungsreiche Rätsel. Und ich habe es ja jetzt eben für dieses Video, wie viele andere Spiele, auch wieder mal kurz angespielt, und ich glaube, ich muss das wieder mal durchspielen. Das ist sehr lange her. Ich glaube, das letzte Mal, denke ich, war Ende der 90er, dass ich das nochmal durchgespielt habe. Schade, dass es von Zack McCracken nie eine Talkie-Version oder eine HD-Version gab. Das würde ich mir noch wünschen. Es gibt zwar ein, war das ein Fan-Remake oder eine Fan-Neuauflage? Ich glaube, der treffendste Begriff wäre ein inoffizieller Nachfolger. Ich glaube, im Visionary-Studio sogar gemacht. Und wenn es mich nicht ganz täuscht, sogar kostenlos zu haben, also ein Fanprojekt, also auch hier ein Spieletipp ganz am Schluss noch von diesem Amiga-Video. Und grundsätzlich möchte ich sagen, Amiga, um das eingangs erwähnte nochmal zu wiederholen, man bekommt nach wie vor legal den Kickstart-ROM, das heißt, man kann hier fröhlich drauf los emulieren. Also ich würde sagen, wenn man sich so Projekte wie im Amiga Forever anschaut, da mal zuschlägt und das Ganze unterstützt, dann ja, sorgt man auch dafür, dass Amiga wirklich lange nicht aussterben wird. Und es gibt extrem viele Spiele, wie gesagt, auf einer Menge Plattformen mittlerweile kostenlos zum Runterladen, Abandonware, und das stört, glaube ich, mittlerweile auch keine mehr, wenn man sich die runterlädt. Also legal oder illegal, die zwei Wörter will ich hier gar nicht anwenden, aber auf jeden Fall von allen Beteiligten geduldet, sonst wird es die Seiten schon länger nicht mehr geben. Also wer ein bisschen in Nostalgie schwelgen will oder sich einfach anschauen, wie meine Spielerkarriere sozusagen begonnen hat. Ich werde gerne ein paar Links auf meine Homepage stellen, vielleicht nicht in die Videobeschreibung, sondern eher auf meine Homepage, und dort kann man dann weiterspringen. Also der Link auf meine Homepage ist in der Videobeschreibung, der Link dann auf die ganzen Seiten auf meiner Homepage, damit ich die ein bisschen erweitern und pflegen kann im Laufe der Zeit. Da findet man alle möglichen Ressourcen und Quellen zu Amiga-Spielen, natürlich auch den Link zum Erwerb von Amiga Forever. Dann ist die Reise in die 80er und 90er Jahre somit beendet. Und ich glaube, es gibt nicht mehr allzu viel zu sagen, außer
alles Liebe, alles Gute. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba. Und natürlich Happy Birthday, Amiga.